begrüße Sie zur nächsten Einheit zum Spektakulum, was jetzt sich erhebt. Perseus exponit causam. Perseus legt den Fall dar. Ridetur ab omni conventu. Hier das Ut von Shackleton Bailey. Streichen wir erstmal. Unnötig. Conventu laudat brutum laudatque cohortem. So lassiae brutapellat stellasque salubris appellat comites. Excepto rege. Canillum invis agricolis. Sidus venisse, ruebat flumen ut hibernum fertur curara securis. Jetzt, es wird von dem ganzen Konvent, von dem ganzen Gerichtskonvent, von der ganzen Gerichtsversammlung, die eben der Brutus da einberufen hatte, gelacht. Das ist eine Möglichkeit, entweder unpersönlich oder persönlich. Er wird ausgelacht, man amüsiert sich über ihn. Also im Sinne von Iridetur, das geht beides und die Kommentare vertreten auch beides. Ich denke, dass ich mich eher fast für das Unpersönliche entscheiden würde, habe es aber nicht genau überprüft, wie das so geschrieben wird. Also ob es dann tatsächlich mit ab so konstruiert wird. Das geht schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob Ridetur unpersönlich so gebraucht wird. Es kann unpersönlich gebraucht werden, aber ob es Horaz so unpersönlich gebraucht hat, weiß ich nicht. Gut. Er lobt Brutus. Und er lobt sein Gefolge. Und Sie sehen, er lobt das Wiederholung des Lobs. Er lobt und lobt, ja. Und jetzt kommt das Lob. Er nennt Brutus die Sonne Asiens. Und er nennt heilsame Sterne, heilsame Planeten seine Gefährten. Mit Ausnahme von Rex. Sie sehen, hier wird richtig rumgeschleimt. Auch hier wieder dieses doppelte Appellat, also Sonne und dann die Planeten, die da um die Sonne rumkreisen. Das ist so eine, ja, in Anführungsstrichen, griechische Rumschleimerei, also ausschweifende Rede. Man soll sich das so richtig, richtig vorstellen, wobei das natürlich mit, ja, Stereotypen verknüpft ist. Aber wir finden tatsächlich Inschriften, wo Kaiser oder auch hellenistische Könige als Sonne Asiens und sowas, als Sonne bezeichnet werden. Mit Ausnahme von Rex, jener Rex sei als Hund Stern, das würde ich sogar groß schreiben, als ein den Bauern verhasstes Gestirn gekommen. Sie sehen, aus dem Appellare ergibt sich ein Verbum dicendi ganz zwanglos, was man dicet, was man hier zu dem ACI dazusetzen muss. Hier Canis ist der Hundsstern, der Sirius. Der Sirius, der im Hochsommer sich am Himmel zeigte und dann mit sengender und vernichtender Hitze verbunden wurde. Und hier wird es auch nochmal, also deswegen würde ich es auch hier im großen C schreiben,
In der Apposition wird nochmal gesagt, was der Hundstern macht. Das ist ein Gestirn, was den Bauern, also der arbeitenden Bevölkerung, verhasst ist. So, das ist eine Apposition. Ich hätte hier nach sogar noch ein Komma gesetzt. Genau. Er eilte, jetzt wird es kommentiert, dahin, wie er strömte dahin, wie er rauschte dahin, wie ein Fluss im Winter, wie ein winterlicher Fluss dort rauscht, wohin selten die Axt kommt. Das Fertur gehört hier in den Quo-Satz rein. Und dann dieses Quo würde ich nicht, wie es im Cambridge-Kommentar geschehen ist, aufs Flume beziehen, sondern dort in dem Gebiet, so wo selten die Axt hinkommt, also in so einem ja, bewaldeten, muss ich so eine gewaldete Gebirgsklamm vorstellen. Das ist natürlich auch ein bisschen aufgedonnert an dieser Stelle. Okay, gibt es hier noch was? Nein. Aber der Vergleich ist natürlich auch schon lustig. Ne? Also ja, Wortschwall da an der Stelle. Und dann natürlich so ein epischer Vergleich mit so einem riesen Winterstrom. Das ist schon irgendwie lustig gemacht. Tum praenestinus salzo multoque fluenti expres arbusto regerit convicia durus win dem ja tor et invictus qui saepe viator cessisset magna compellans voce cuculum. Dann nun richtete der Prenestiner, das ist der Rex, gegen den, ja, gegen Perseus, der ja, Witze da machte, also ja, Witze machte, Saal der Witz, und ja, heftig dahin floss, er richtete gegen den zurück ein Gezänk, was ja, ausgequetscht war, was abgewonnen war dem Weinberg, der Weinanpflanzung. Ein harter und unbezwungener Weinbauer, dem oftmals ein Wanderer nachgegeben hätte, der mit lauter Stimme ja, ihn Kuckuck, ihm Kuckuck zugerufen hätte. Okay, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch vom Übersetzt, aber das werde ich jetzt so ein bisschen versuchen zu verbessern. Salzo, da muss man ergänzen, das ist der Perseus an der Stelle. Multo, der Ablativ, ist hergestellt, zu Recht, weil mit Flure das, wodurch man fließt, immer im Ablativ steht. Also auf Griechisch heißt es poloreonti. Reonti, das ist also wieder so eine epische Floskel, die hier verarbeitet wird. Und der beschimpft ihn jetzt zurück. Ne? Re, gerere. Ne? Ingere convicia, einmal jemanden überhäufen, mit Gezänk überhäufen. Ingere convicia gibt es auch. Und regerere, also zurück mit Gezänk überhäufen. Und dieses Gezänk wird nun als expressa arbusto beschrieben. Das ist ausgequetscht, ausgewonnen aus dem Arbustum, das geht ja hier gleich noch weiter, aus dem Wein. Berg, also den Büschen, also der Wein wurde ja an so Bäume gebunden. Also das Arbustum ist das, was, wo der Wein
drin angebaut wird. Expresser, tja, kann man sich streiten, ob das ein Dativ ist oder ein Ablativ, gibt es beides. Auf jeden Fall würde ich das Expresser nur zu Arbustum ziehen. Arbustum nur zu Expresser ziehen und nicht zu Reagere an dieser Stelle. Auch darüber wird debattiert. Und jetzt kommt noch eine Apposition zu dem Praenestinus. Der ist ein harter Win, D, und hier ist das I wie ein J ausgesprochen. Win, dem, ja, ist nur viersilbig, Tor. Ne? Win, dem, ja, Tor. Ne? Ist auch sehr gewichtig gemacht. Man sieht auch überall diese, jetzt werfe ich es ein bisschen durcheinander, diese V- und C-Laute, convicia, win, dem, jato, in, wick, tus, qui. So, und jetzt geht es weiter. Die Szene wird in diesen Weinberg jetzt verlegt, wo ein Wanderer vorbeigekommen ist und hat dann lauthals in diesen Weinberg reingebrüllt oder den bezeichnet als Kukulus, als Kuckuck. Steckt dahinter die Regel, dass der Wein bis zur Tag- und Nachtgleiche am 25. März beschnitten sein musste. Und das ist die Zeit, wo der Kuckuck an zu singen fängt. Und witzige Wanderer, die nun einen Weinbauer nach dieser Zeit in Weinberg noch sahen, die riefen dann einfach diesem Weinbauer Kuckuck zu und wollten damit wohl angeben, dass sie ihn für faul hielten und die verspotteten ihn. Würde dies Compellans Cuculum sogar, das auch darüber wird debattiert, die sprachen ihn mit Lauthals als, scholten ihn als Kuckuck, ne? Die riefen dann Kuckuck rein. Und die Weinbauern antworteten natürlich entsprechend. Und der Rex ist so, dass er jetzt so richtig zurückzankt, und zwar so heftig, dass ihm oftmals ein Wanderer dann, ein Wanderer hätte sich aus dem Staub gemacht, nachgegeben, gesagt, naja gut, also pardon, so stark hätte der jetzt, fing der an zu spotten. Das wären natürlich zwei Arten von Humor und Beschimpfung jetzt hier gegeneinander gehalten. Einmal dieses eher so witzig Verschrobene an dieser Stelle, Wortschwall, und hier ein fürchterliches Gezänk auf der anderen Seite. Saal. Und dies wird jetzt auch beschrieben. Ad Graecus postquamst Italo per fusus Aceto Persius exclamat per Magnus Brute Deoste oro qui reges consueris tollere curnon hunc regem jugulas operoc mihi crede tuorumst. Aber der Grieche Persius rief aus, nachdem er mit italischem Essig übergossen wurde, bei den Brutus, ich bitte dich bei den großen Göttern, da du ja es gewohnt bist, Könige zu beseitigen, warum bringst du nicht diesen Rex hier um? Das, glaube mir, gehört zu deinen Aufgaben. Okay, jetzt kommt die Pointe, wird aus dem Sack gelassen und damit endet dann die Geschichte mit der Pointe. Also mehr als ein Witz ist es dann nicht. Der Graecus wird hier dem Italus entgegengesetzt, der Essig wird dem Saal entgegengesetzt, dem Witz, und der macht ja jetzt hier einen Witz.
Herr Magnus Deus, Teoro. Und jetzt der Relativsatz mit einem Consueris, eine kontrahierte Form, Consueris, Konjunktiv, deswegen, weil es einen kausalen Nebensinn hat. Deswegen habe ich es mit da, du, ja oder weil übersetzt. Und dann, warum bringst du nicht diesen Rex um? Das, glaube mir, gehört dies und deswegen hier der Genitiv, ist Teil deiner Aufgaben, deiner Werke. Brutus, Sie wissen es alle, hat Cäsar umgebracht, der als Rex tituliert wurde und natürlich im, also hier natürlich, Brutus hat mitgeholfen, der mythische Brutus hat mitgeholfen, Tarquinius Superbus zu beseitigen. Deswegen auch vielleicht das Reges hier noch im Plural. Es ist also ein Witz, der sich um Brutus und seine Politik dreht und der Grieche spielt nun witzig mit der Doppelbedeutung des Rupilius Rex, der Doppelbedeutung des Cognomen. In der Forschung wird viel darüber gestritten, was nun diese Satire genau bedeuten soll. Lesen Sie den Cambridge-Kommentar für die neueste Forschungsübersicht. Das ja, ist teilweise sehr subtil. Ich selber denke eher, dass diese Satiren davon handeln sollen, welche Arten von Humor es gibt, wie satirischer Humor ist, wie er sich von anderen Arten von Humor abgrenzt, wie satirischer Spott funktioniert und wie er sich von anderen Arten des Spottes abgrenzt. Nicht? Convicia ist ja dann auch ein Gezänk, wo Leute schlecht gemacht werden. Das ist, glaube ich, der Komplex, vor dem ich eher diese Satire deuten würde. Und ich würde sie weniger politisch ausdeuten, als das jetzt die Gelehrten machen. Nun gut, das war die Satire 7. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß daran. Es ist schon perfekt gemacht und je häufiger ich das lese, desto schwieriger wird das alles für mich. Deswegen muss ich schnell irgendwie das jetzt alles zu Ende bringen, damit es nicht noch schwieriger wird und mich bei dem Einlesen dieser Satiren dann behindert. Machen Sie es gut.